die letzte Erweiterung des Menschen. Was ist die AI? Was ist KI? Was ist Machine Learning? Und was passiert mit uns eigentlich? Geht das nicht alles ein bisschen zu schnell? Wir werden sehen. Lass uns mal einsteigen. Schön, dich hier wieder zu sehen und dass du wieder eingeschaltet hast, gerade bei diesem speziellen Thema. Ich will gleich vorweg sagen, ich bin kein Experte, was das angeht. Mir geht es um die Beleuchtung des menschlichen mentalen Aspekts auf KI, Machine Learning oder kurz gesagt ML und auch natürlich die AI. Ja. Die Artificial Intelligence ist am Boomen mit ChatGPT vorweg, auch mit Midjourney und Co. Ist nicht ohne das Ganze, möchte ich ganz ehrlich sagen. Es hat eine gravierende Wirkung auf diesen ganzen Planeten, auf uns Menschen an sich eher gesagt. Und wir wollen mal schauen, auf welche Bereiche. Genau. Allen voran nehmen wir einfach mal ChatGPT vorweg, weil es das ja, gängigste ist, sage ich mal, was in aller Munde ist. Ob das jetzt 3, 4, 5 oder das kommende 6 ist, die 6er Version ist. Milliarden werden hineingepumpt, um das zu verbessern. Auch Google mit Bing das Ganze, beziehungsweise nicht Google, sondern Microsoft mit Bing das Ganze hochbringt. Google das auch rausbringen will und OpenAI das Ganze auch nochmal pushen will. Es geht in so viele Richtungen. Wofür ist das überhaupt gut? Ja, man kann sagen, desto besser es wird, desto bessere Ergebnisse haben wir, wenn wir natürlich eine Lösung haben wollen. Ob das für eine Prüfung ist beispielsweise, da gebe ich den Text ein, der Prüfung, ja, die Themen zum Beispiel, gib mir bitte die ganzen Antworten dafür. Oder einfach Matheaufgaben für die Hauptschule, fürs Gymnasium, für die Uni. Alles Mögliche kannst du da eingeben. Nur, bei der normalen Version schleichen sich manchmal so Fehler ein, die man auf den ersten Blick gar nicht erkennen mag, wenn man es nicht überprüft. Und das ist auch so ein Faktor, man sollte es definitiv überprüfen, ob es fehlerfrei ist oder nicht. Aber was macht es mit uns Menschen, wenn die Wirtschaft sich so drastisch verändert? Haben wir dann weniger Jobs? Müssen wir um unsere Arbeit Angst haben? Müssen wir einfach schauen, ob wir da mitkommen müssen? Meiner Meinung nach, und ich habe mich viel damit beschäftigt, ich selber arbeite auch mit ChatGPT und einigen anderen AIs und auch KIs, Machine Learning jetzt überhaupt nicht, aber da komme ich nochmal drauf später zurück. Ich finde es ein gutes Tool, oder sind gute Tools an sich, wenn man weiß, wie sie funktionieren. Wenn man weiß, dass sie so gut funktionieren, wenn man auch gute Prompts eingibt, ja, also Eingaben eingibt, dann kriegst du auch gute Ergebnisse bei rum. Das heißt, als Schriftsteller beispielsweise würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass es der nächste krasse Roman wird. Nicht jetzt, nicht Stand 2023, beziehungsweise Stand jetzt April 2023. Mal sehen, was jetzt ein paar Monaten noch kommt. Angst haben müssen wir nicht. Ich denke, das ist jedes Mal so ein Aufgeblähe. Ja, es hat schon seinen Wert, würde ich schon sagen. Nur, es wird jetzt nicht alle Jobs rasieren. Definitiv nicht. Und der Einfluss auf die Wirtschaft ist natürlich enorm, gerade was für die IT-Security angeht, Programmierung angeht an sich, per se, das Coden, das Lernen auch. Es verändert es auf jeden Fall. Jetzt vielleicht noch nicht so gravierend. In manchen Ländern wurde dann eben auch ChatGPT gesperrt, so wie in Italien beispielsweise. Man muss nicht immer alles verteufeln, man darf auch nicht vergessen, wir sind hier in Deutschland, wir verteufeln irgendwo gefühlt alles am Anfang und dann bereuen wir hinterher stoisch, dass wir es rausgelassen haben. Und ich denke, wir sollten offen genug dafür sein, wie wir es am besten anwenden können. Denn ein Löffel kann auch zu einer Waffe werden. So, ist vielleicht ein schräger Vergleich, aber ChatGPT ist nicht feindlich, sondern für uns gedacht. Es ist Open Source, jeder kann den Quellcode nehmen, das verändern, erweitern, verbessern. Wir können damit aber auch schädliche Dinge anstellen, wenn wir das natürlich modifizieren. Es liegt bei uns. Wie so oft liegt das bei uns? Und wenn wir mal drüber sprechen, AI-basierte Analysen zum Beispiel oder deine Daten werden von einer AI analysiert, da können wir gerne drüber sprechen, einfach, okay, was macht das denn mit mir? Denn meine Versicherung wird wahrscheinlich auch irgendwann einsteigen in die AI-Szene, weil es das Ganze natürlich ein bisschen nicht einfacher macht. Und die ganze Struktur der Versicherung wird sich dann vielleicht sogar krass verändern. So, wie darf das aussehen? Man darf sich jetzt nicht irre machen. Klar, kann es natürlich Worst-Case-Szenarios geben, aber das kann es immer geben. Und wir sollten einfach schauen, was wir damit anfangen. Also,
Wenn ich jetzt ChatGPT habe, dann nutze ich das für schriftliche Recherche beispielsweise oder für ein Anschreiben einen potenziellen Klienten oder einen Sponsoring-Partner. Dann schreibe ich das. Ja, dann gebe ich das ein. Was kann ich eingeben? Ich kann alles Mögliche eingeben. Hey, schreib mir bitte einen Text für einen Sponsoring-Partner im Bereich XY. Das und das sind die Vorteile. Das bringen wir mit. Das brauchen wir. Und das ist das Endergebnis. Das ist die Zielgruppe. So, dann schreibt es nicht per se alles perfekt, sondern man muss da nochmal drüber lesen und dann vielleicht nochmal differenziert reinschreiben. Das heißt, du argumentierst wie, als wenn du mit einem Freund oder einer Freundin sprichst, also mit einem Menschen. Und das musst du einfach immer wieder gegen sprechen. Ja, einfach mal analysieren, durchgehen, schauen, ob es alles richtig ist. Wenn nicht, warum nicht, dann nochmal eingeben. Das ist auch ein Lernen für uns. Ja, ich bin der Meinung, die Menschen, die sagen, brauche ich mein ganzes Leben lang nicht. Okay, wirst du auf jeden Fall bereuen. Ich bin kein Fanatiker von ja, AI oder KI oder ML, aber ich denke, dass es auf jeden Fall hilfreich sein kann für viele Bereiche. Selbst wenn du nur ein Rezept haben willst, ja, dann schreibt es dir das Rezept passend und die Sachen schmecken. Auch schon selbst ausprobiert. Probier es einfach aus. Anomalien, da sollte man eher hinschauen, okay, was machen Anomalien zum Beispiel, AI-Anomalien, wenn sie jetzt Daten analysiert haben oder sind Fehler drin. Das ist eine Riesenarbeit. Das heißt, die AI und auch die KIs müssen besser werden, damit wir nicht immer alles überprüfen müssen. Werden es wahrscheinlich ewig tun, trotzdem, ist auch besser so. Nur, was für einen Einfluss hat das wirklich auf mein Leben? Muss mich das jetzt stressen? Nein, nicht wirklich. Nutze es zu deinem Vorteil. Zum Vorteil aller, sage ich jetzt mal, ganz pauschal. Denn du kannst damit jetzt nichts großartig Schlimmes machen. Sei offen. Viele Menschen sagen mir auch so, ja, keine Ahnung, ich komme da gar nicht mehr mit. Ja, dann, wenn du nicht mitkommst, dann nimm dir mal einfach eine Stunde pro Wochenende und lies dich mal rein oder schau dir Videos an. Dann bist du wieder drin. Du musst nicht jeden Tag mal alles mitbekommen. Stress dich deswegen nicht. Aber es ist eine Riesenmöglichkeit, AI einfach in den Alltagsleben, in dein Alltagsleben oder in meinen zu integrieren. Ich nutze es in vielen Bereichen, mache mich aber nicht irre damit. Also ich habe es jetzt nicht in allen Bereichen mit drin. Ich habe auch einen Menschen, der für mich arbeitet, hier nicht in Deutschland, aber auf Bali. Und sie ist einfach eine ja, virtuelle Assistentin. Könnte ich auch sagen, ja gut, könnte ich also ChatGPT 3 dann übernehmen oder 4. 6 allemal auf jeden Fall. Nur dann müsste ich es trotzdem noch überprüfen. Dann sitze ich ja schon wieder dran. Also, nein. Gewisse Dinge darf man an Menschen delegieren. Gewisse Dinge darf man einfach an die AI delegieren. Und da muss man einfach wirklich ein Prozedere haben, wo man sagt, okay, das und das geht nur in die Richtung von AI. Ende der Geschichte. Überprüfen tut's wer. Kannst du selber entscheiden, ob du es selbst tust oder jemand anders. Das kannst du aber mal schauen, wie es geht. Interessant finde ich, deswegen schaue ich gerade runter, ist halt auch der Umsatz der KI weltweit. 2021 waren es 3, also 383,3 Milliarden Dollar. Das fand ich schon sehr krass. 2022 waren es 450 Milliarden Dollar und die Prognose für 2024 ist 554,3 Milliarden Dollar. Das finde ich schon echt happig, das finde ich schon echt krass. Wobei das wahrscheinlich sogar noch wenig ist. Also ich bin jetzt nicht so drin in der Materie. Noch interessanter fand ich, eine Studie der Lufthansa Industry Solutions mit der IDG-Studie zusammen vom Machine Learning 2021, also nicht AI. 73% der großen Firmen setzen auf Machine Learning. Wow. 73%. Das ist wahnsinnig viel. Viele Unternehmen haben zu kämpfen, wenn es um Machine Learning beziehungsweise das Nutzen von KI und Artificial Intelligence geht. Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil es meistens. Ja, wer entscheidet denn da eigentlich? Das sind die Menschen, die wirklich da ganz oben sitzen, manchmal auch ein bisschen ältere Leute sind, die vielleicht da auch nicht mitkommen oder sich das nicht erklären lassen wollen oder. Ja, vielleicht erklären lassen wollen, aber die vielleicht trotzdem nicht mitkommen. Und können einfach nicht, ja, branchenübergreifend oder intern in der Branche einfach übergreifend denken und mitfühlen im Sinne von, hey, das wird jetzt revolutionär hier, wenn wir die KI oder AI drüber laufen lassen und Machine Learning integrieren. Das kann es ändern. Also, lassen wir uns mal da mal resümieren. Es gibt oder gab, ne, gibt noch das Unternehmen Yahoo. Yahoo war mehr oder weniger ja, der Vorreiter von Google, bevor es Google gab oder beziehungsweise bevor Google noch größer wurde. Und Yahoo kam einfach nicht mit. Sie sind einfach nicht wirklich mit der Zeit gegangen. Man kann aber auch sagen, sie sind mit der Zeit gegangen.
Ja, sie sind einfach quasi mehr oder weniger weg vom Fleck. Und jetzt nennen die sich, glaube ich, Yahoo Sports. Wow. Also machen sie Wetter, Sport und allgemeine Nachrichten. Keine wirkliche gute Suchmaschine. Da kann man sehen, was passiert, wenn man nicht mit der Zeit geht, dass man mitgeht und die Dinge nutzt, die die Welt eben präsentiert. Der Mehrwert von ML, KI und AI ist schneller gekommen, als wir erwartet haben. Die Frage ist, was machen wir damit? Verfallen wir in Panik? Verteufeln wir das Ganze wieder, so wie sonst auch, ja, bei den meisten Dingen? Nein, lasst euch mal drauf ein, lass du dich drauf ein. Wo kann es mir helfen? In der Selbstständigkeit kann es dir definitiv helfen, egal ob Texte erstellen oder Podcasts vorbereiten, YouTube-Videos vorbereiten. Geburtstagsgrüße, gut, das wäre jetzt ein bisschen arg faul, aber man kann alles Mögliche mit AI machen. Man kann auch coden, also Programmiersprache ausführen lassen. Die sollte man definitiv überprüfen lassen auf Fehler. Aktuell haben die noch teilweise Fehler, was man aber im Nachhinein nochmal angehen kann, ist überhaupt gar nicht das Ding. Vieles. Man darf nicht vergessen, dass aktuell die AI auf eine Datenbank, muss ich jetzt glaube ich lügen, von 2021 zu 2022 basiert. Das heißt, alles, was davor ist, kann es nicht wirklich berücksichtigen. Aber die ChatGPT-Geschichte in Bezug auf ja, Version 5 oder 6 bezieht sich dann aufs Internet. Das heißt, ChatGPT kann dann komplett aufs Internet zugreifen und dann ist das Ding natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und da würde ich einfach sagen, haltet mal die Ohren auf, die Augen auf und seid offen für Neues. Denn es kann vieles verändern. Geht nicht mit dem übertriebenen Hype. Es verändert dein Leben für immer. Ja, in bestimmten Bereichen definitiv. Aber vergesst nicht, von Mensch zu Mensch ist das Wichtigste. Ja, das ist das, worauf es ankommt. Und nicht, dass wir die ganze Zeit vor dem Bildschirm hängen und gar nicht mehr wegkommen. So, und deswegen komme ich jetzt auch zum Ende, damit du auch wegkommst vom Bildschirm und vielleicht mal in die frische Luft gehst und mal durch. Blasen lässt deinen Kopf und den ganzen Gedanken ordnen kannst, denn es ist viel. Ich sage auch ganz bewusst, das hier ist ein sehr oberflächliches Thema oder Video von meiner Seite aus. Ich will es nur ein bisschen sensibilisieren für diese Thematik, denn unser Mindset wird sich demnächst auch noch mal mehr verändern für die, die offen sind, gerade wenn es um AI geht. Es wird sich vieles, vieles verändern. Jetzt ist nur wichtig, die Übersicht zu behalten, sie nicht irre machen zu lassen. Nein, ihr müsst nicht alles nutzen, was neu rauskommt. Schaut nur hin, die Welt verändert sich. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Pat. Ciao, ciao.